Sein Auftrag: Leben retten in jeder Lage. Der Rettungsassistent ist der Ersthelfer für Soldaten im Einsatz. Wenn Kameraden verwundet werden, ist schnelle Hilfe überlebenswichtig. Die Rettungsassistenten der Bundeswehr sind im Einsatz an der Seite des Notarztes. Ziel ist es immer, erste lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, den Verwundeten so weit zu stabilisieren, dass er zu Lande oder in der Luft zur nächstgelegenen Sanitätseinrichtung transportiert werden kann. Oberstabsfeldwebel Thomas Huber vom Gebirgssanitätsregiment 2 in Kempten ist ein erfahrener Rettungsassistent. Seit 1987 ist er Ex-Bergwachtler als Sanitäter bei der Bundeswehr. Vor 6 Jahren machte er die Zusatzqualifikation zum Rettungsassistenten. Die Aufgabe als Rettungsassistent in der früheren Zeit war die Betreuung von Truppe auf dem Übungsplatz. In der heutigen Zeit ist es die Betreuung der Kampftruppe im Einsatz auf Patrouillenfahrten. Speziell hier in den Auslandseinsätzen und hier Afghanistan als großes Einsatzland. Kambodscha, Kosovo, Afghanistan. 4-mal war Huber bisher im Auslandseinsatz. In meinem letzten Einsatz war er als Rettungstruppführer eingesetzt und war viel mit Kräften der gepanzerten Schutzkompanie unterwegs auf Patrouille. Und da erlebt man natürlich dann schon brenzlige Situationen. Insbesondere, wenn man dann im Nachhinein erzählt bekommt, dass hier vor Ort IEDs ausgelegt waren, die uns auch treffen hätten können. Die Gefahr für das eigene Leben im Einsatz unterscheidet den Zivilen vom militärischen Rettungsassistenten. Für beide gilt, der Beruf ist Berufung. Der Rettungsassistent muss unter Druck Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod mitentscheiden. Er muss der Typ Mensch sein, dass er anderen gerne helfen will. Dass er in der Lage ist, auch den anderen zu helfen, dass er sich da einbringt. Und das natürlich auch unter Einsatz seines Lebens, weil er kann genauso wie das Gegenüber in einem Gefecht oder in einer Einsatzsituation auch verletzt werden. Die Ausbildung zum Rettungsassistenten dauert bei der Bundeswehr 2 Jahre und wird an einer zivilen Rettungsdienstschule durchgeführt. Wer gern hilft, sollte dieses Berufsbild wählen, und da hat er bei der Bundeswehr die optimalen Voraussetzungen. Und ich bin natürlich als Soldat angestellt, abgesichert und kann das für eine gewisse Zeit machen, sogar später in gewissen Laufbahnen die Übernahme zum Berufssoldaten dann auch anstreben. Die Sanitätsdienste der Bundeswehr sind wegen des neuen Aufgabenspektrums heute so wichtig wie nie zuvor. Der Rettungsassistent spielt hier eine entscheidende Rolle. Er ist der gut ausgebildete Ersthelfer für die Soldaten im Einsatz und für die Motivation der Einsatzkräfte nicht zu unterschätzen.